So, Leute, wie versprochen, hier wieder. Nunmehr im achten Part von Portal 2. Und wir werden natürlich direkt hier weiter loslegen. Und erstmal ein bisschen weiße Farbe im Lüftungsschacht verteilen. Sieht irgendwie echt geil aus. So, ich glaube, ich muss hier, wow, es ist echt irgendwie komisch. Aber das ist ja schräg hier. Keinen Peil, wo ich gerade lang gehe. So, vielleicht richtig. Ja. So, durchgequetscht hier. Und wieder sein mega fettes Tor. Puh, 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 puh. Mal sehen, ob ich mich wieder daran erinnern kann, was hier los war. Ich glaube, ich muss da hoch. Und zwar muss ich, denke ich zumindest, erstmal hier rauf, um mir den Schwung zu holen. Für diesen Sprung. Ja, right. So. Jetzt wissen wahrscheinlich die meisten, die das Spiel kennen, wissen natürlich schon, wie wir jetzt versuchen werden, unseren Wheatley aufzuhalten. Muss man erstmal sehen, wo wir hier lang müssen. Ah, ja. Komm her. Willst du mich verarschen? Komm schon, das schaffe ich. Yeah, cool, oder? Krass. Und wieder aufwärts. Und während dieser episch animierten Sequenz mit den Seilen, die eigentlich schon immer abreißen. Ja, werde ich erstmal einen Schluck trinken. So, und schon sind wir oben. Und das Seil ist nicht gerissen. Und ich weiß echt nicht, wo wir hier sind. Bei diesen komischen Federn sind es irgendwie echt komisch. Aber egal. Macht geil. Abo geil, Klick geil, Geld geil, ne? Ach, ja. Genau, und da sind wir auch schon wieder. Wheatley Laboratories auf die Würfel. Ich habe es schon wieder auf dem Bildschirm gezeigt, aber das könnt ihr natürlich nicht sehen. Ja. Auf jeden Fall. Teil 8, die Unruhe. Also wir sind bald fertig. Ich glaube 10 Teile hat das Spiel zum insgesamt. Teufel noch mal. Ihr seid Kästen auf Beinen. Es ja. Ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch euren einzigen Daseinszweck verweigern? Heißer, kochend heiß, okay, kälter, eiskalt, du erfrierst gerade, es ist kalt, ganz. Das ist so dumm. Lass mich raus. Nicht, oder? Zum Schreien komisch, wir müssen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft, am besten wir lachen uns tot. Das ist so dämlich. Jetzt gibt es erstmal ein Paradoxon.
War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Falsch. Ich sage, die Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage warte, sofort überprüfen. Das hab ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor, Kerntransport. Da, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Juhu. Und jetzt führen wir erstmal ein paar Tests unter Weasley durch. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Und zwar kann man hier wieder ein Plus, ein Erfolg, also praktisch zwei Erfolge ergattern, indem man diese erste Testkammer einfach nicht löst. Einfach gar nicht. Oh, Oompa Loompa 1 spielt Terraria. Nicht drauf achten. Nicht drauf achten. So. Indem man den Test einfach nicht macht, dann will er ihn nämlich irgendwann irgendwie selber lösen, glaube ich. Es ist kaum vorstellbar, aber es gibt eine Lösung. Und teuflisch gut versteckt. Ja, und dann will er den Test selber lösen. Und kassiert dann eine, das werdet ihr noch sehen nachher. Und es gibt noch einen Erfolg, indem man überall, wo es geht, die Monitore, wo er drin ist, kaputt macht. Da werde ich euch dann nachher noch ein Beispiel zeigen. Im ersten Test funktioniert das nicht. Aber wir können den Test einfach nochmal lösen. Krasse Sache. Zumindest versucht. Okay, neue Tests. Hier ja, auf geht's. Irgendwo irgendwelche Tests sein. Oh, da sind sie. Ja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und ja, gut bemerkt, Lados. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Ja, gute. Nein. Und Wheatley Laboratories, oh mein Gott. Er hat den Namen geändert. Krasse Sache. Ja, natürlich haben wir die. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Und hier kann man eben auch diesen Monitor zerstören. Das werde ich euch auch zeigen, wie das geht. Das ist brandneu. Genau, dafür brauchen wir erstmal diesen Würfel da, der da so schön rumliegt. Werden wir uns jetzt erstmal nach unten bringen, um den Monitor zu zerstören. So. Haben wir den hier und halt. So. Lassen dann den Würfel hier durchrauschen. Blaues Portal setzen, zack, und ja, und nicht treffen. Das wird schon. Gleich schaffen wir es. Ups. Ich will jetzt verarschen. Ich will euch doch zeigen, wie das funktioniert. Ups. Zum Beispiel, in manchen Tests funktioniert das auch anders, aber ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, damit ich nicht alles für euch mache. Und jetzt aber. Zack. Gut gemacht, Primatenhirn. Exakt. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. So. Naja. Ja, er geilt sich auf, wenn ich Tests mache. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Ja, exakt. Und ich trinke wieder einen Schluck, weil sonst wird mein Mund wieder so trocken. Mal sehen, vielleicht nehme ich heute, ich habe heute noch Fahrschule, Theorie. Muss ich noch gucken, ob ich nicht irgendwie heute Abend noch fertig aufnehme, weil lang dauert es nicht mehr. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen.
Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ja, total. Naja, naja. Was soll der Geiz? Hier kann man seinen Monitor natürlich auch wieder zerstören, dann... So, jetzt kriegt er einen geschmiert. So. Exakt. Wo kommt der Würfel hier? Und zwar zeige ich euch jetzt noch, wie man diesen Monitor kaputt macht und den restlichen. Die restlichen müsst ihr euch dann selber überlegen. Damit setzen wir einfach das blaue Portal jetzt hier hin. Zack. Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Ja, ist doch gut so. Dann reg dich nicht auf. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen Fail. Aber ist eigentlich im Endeffekt egal, wie wir es machen. So. Oh, ja. Gut gemacht. So, er geilt sich wieder auf. Naja, klar das. Ja, das war's wert, da hast du recht. Mann. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch jetzt vor der Fahrschule alles fertig aufzunehmen. Mal sehen. So. Diese Schilder habe ich euch auch noch nicht erklärt. Test 3 von 19. Was die Striche bedeuten, weiß ich nicht. Wir können Würfel runterfallen lassen durch so Transportschächte, Katapultplattformen, Würfel auf so einem Knopf deponieren. Sagt man das so? Weiß nicht. Und wir können Würfel auf den Kopf kriegen. Dann gäbe es hier noch kein Trinkwasser. Komische, tödliche Rollendinger. Selber auf den Knopf stellen. Von so Meschern zerstampft werden. Oder eben so tödliches Wasser-Öl-Gemisch, wie wir es schon in den meisten Tests gesehen haben. Hier kann man seinen Monitor natürlich auch wieder zerstören. Aber das müsst ihr selber herausfinden. Das zeige ich euch jetzt nicht. Also, der braucht jetzt erstmal Stunden, bis hier das Ding da herkommt. Auf geht's. Man merkt es gar nicht, oder? Ich weiß jetzt nicht, was er meint. Wo kommt denn der Würfel? Stimmt das so? Nein. Also dann jetzt aber. Richtig. Wer Niklas wer Niklas Adventurecraft gesehen hat, weiß, was ich meine. Da habe ich nämlich dann auch mitgelabert. Schaut es euch einfach an. Halt. So. Und Jumps! Natürlich müssen wir jetzt extrem cool, den lege ich mal auf eine weiße Fläche. Jetzt müssen wir natürlich extrem cool erstmal hier hoch. Dann lassen wir den mal hier hochfahren. Verdammt. Ja, jetzt wird's richtig dämlich. So, nach oben mit dir. Ja, ist ein bisschen doof, weil die kann man nur so schlecht. Ja, perfekt. Oh, nun geht's los. 3, 2. Oh, wow. Wow.
Mal sehen, wie viele Tests das noch sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass wir nicht alle 19 machen von denen. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausmäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Nee. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollwaisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon, mach einfach den Test. So, jetzt kommt der krasse Würfel hier vorbei. Den zocken wir uns hier raus. Er soll jetzt so liegen bleiben, dass er nicht weglaufen kann. So. Bin jetzt nur nicht ganz sicher. Wie ich darüber kommen soll. Ist wahrscheinlich wieder komplett einfach, aber ich check's einfach wieder nicht. Ah, jetzt kapiere ich's, glaube ich. So komme zumindest ich jetzt mal rüber. Ah, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Weg mit dem Ding und dann fahren wir uns hoch. Ha, 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 ha. Oh, leck. Ach was. Das passt schon. So, wieder. Hilfe, mir haut gleich mein Deckel ab. Was haben wir denn hier? Immer noch Osterschokolade. Lecker, lecker. Na, der ist so dumm. Ich kann es nur wieder erwähnen. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ja. Mann, der ist echt dämlicher, als ich je dachte. Genau, der Würfel fliegt uns weg. Lol. So. Komm her. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts. Genau, dann zerstöre ich einfach gleich hier nochmal kurz seine Fresse. Wenn sie es jetzt schon so anbietet. Mein ja nur. Hä? War der jetzt nicht hoch genug? Hat er nicht genug Schuhe gehabt oder was? Hä? Jetzt aber. So. Knacks. Ehrlich gesagt, geht doch. Ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Nein. Ich esse lieber noch ein Osterei. Ja. Er aber. Tja, hat sie den Satz nicht zu Ende gebracht. Hm, egal. Au. Blue Screen. Operator Error. Was? Molten Core Warning. Weiß ich, kann man das hören? Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Weiß ich nicht, ob man das hören kann, das Bitzeln. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Nein, habe ich nicht.
Peng. Au. Ich kann dich auch so noch bashen. Also ich finde es nicht langweilig. Genau. Sehr tüchtig. Unsere kleine Miss Clever, der Albtraum eines jeden Monitors. Oh. Ach ja, genau. Ich sollte vielleicht erst noch hier die Turrets absperren, damit sie mich nicht abschießen. Was habe ich jetzt gemacht? Gut, dass ich den Würfel nicht dabei habe. Ja, ich bin wieder der Schlauste hier. Ach ja, genau. Ich glaube, dafür muss ich nämlich so machen, weil sonst... Lol. Noch ein Versuch. Ach, komm schon. Danke schön. Ja, also der Würfel liegt jetzt natürlich etwas sehr blöd. Ja, sucht mal. Nein! Oh Mann, ich wollte das Portal gerade umsetzen. Ja, der Würfel lag jetzt etwas schlecht. Aber es wird schon wieder Zeit, den Part zu beenden. Ich werde aber gleich noch einen hinterherhauen. Bis dann. Ciao.